Pilsen Dach, der wie mit 1. Samuel mit so aufschlug. Und kriegt mit Saul sein Leben taub. Von der auch, weil die noch nicht bürgen, 2. Samuel. Und da nimmt ihr die Bibel in deutsche Handblätterin und einige von ihr Bibel haben einen Bohnen zu twaschen. Wenn die wollen, dort in den Bohnen sehen in die Bibel und dort in hier haben. Wenn sie wollen, wir auch einen 3 Blätterin von ohne stehen, so dass ihr das nicht verlieren dann. Und ich kann hier heilschreiben, wie der Timer, ein Bibelfahrer von Sprichgefahr 20, Vers 17. Das sagt du, Freude nicht du Tau, wenn ihn viel fällt. In sie nicht Frau im Hort, wenn er auch gleich hat. Was soll die Bibel sagen? In der Schreiber von Sprüche, wie David ihn sehen. Und als David dort wirst, dort in einem Wurzeln, wer ein Jung hast, dort weiß ich nicht. Aber dort schon, heute auch von seinem Futter geliert haben. Freude nicht, wenn ihn viel fällt. Und wir wollen dort das erste Kapitel anfangen. Wir wollen bloß ein Kapitel von dir. Und er hat die Hand geschrieben, dass wir uns nicht freuen, wenn uns viel fällt. Und dann dort mit in Ordnung haben, dass wir uns nicht verlieren und verbesseln. Er hat die so eine abgeschriebene Punkt da, sollten wir uns dann holen, in einer besalzten Linie blieben. Und ich habe heute geschrieben, dass ich dort in Amalekita siegt sich David ab. Ein Amalekita siegt sich David ab. Na, ich habe ihn nun vielleicht noch nie eingehört. Ich lese vorhin vielleicht noch. Aber viel gesagt, ich habe ihn noch nicht viel. So, wenn ich von euch von euch bin, dann wollte ich viel, wollte ich nun nicht so fremd sein. Und du und ich habe heute geschrieben, wer ist das Amalekita? Dann habe ich danach ein Ding, was ich geschrieben habe, wovon von der Nurech hat das Amalekita? Nein, das nächste, das dritte, was ich geschrieben habe, wo benimmt sich David sich zu diesem Amalekita? Und danach zu der Nurech, was er hat. Dort sollte ich ein Bild bekicken von dir. Was wird das erste kicken? Wer ist das Mond, was der Nurech bringt, wo die Bibel sagt, dass ein Amalekita ist? Wer ist dort? Und dann dort dann, weil ich ein Bild, einmal sage, wenn wir uns Freundschaft studieren, dann wird das Mennoniten-Game spielen. Und der wird nicht Mennoniten-Game sein, das wird ein Amalekita-Game sein. Und der wird sehr interessieren, für Freundschaft studieren, Freundschaft zu tun, dort sollten wir nicht mit wollen. Und der wird nicht interessiert, ich kann sich mit bearbeiten, wer in der Konanz zu wenig Seifel hat und mehr von dieser Bibel verstehen. Okay? Im Old Testament, wo ich von den Rostmenschen hier, wird sie genannt, der Amalekita. Und wenn ich von diesen Rostmenschen hier, wo wir fingen, immer wieder begegnen, so dass ein Rostmensch, wo Gott gesagt hat, zusammen von der Erde raufgeschoben. Mich grasselt einmal, so dass die Bibel über diese Rostmenschen redet. Und das, was die Bibel sagt, dort, wo einer mitbekommt, dass man nicht schädigt, dort ist eine Grippe, dort ist ein Rostmensch, wo Gott hat befohlen, der soll abgedient werden. Aber zum dort verstehen, weil wir in Beträgung und sein, von wo die herkommen. Denn wir haben, man muss ein häusliches Old Testament lesen, ich habe es so gekämpft mit, und ich tue nachher mal, du sagst, man doll, was der Dienst ist für mich, was alles zu verstehen ist, aber Tag bei Tag, und wir studieren, wird Gott Dinge umwohren, zu einem bei einer Empfehlung. Und weil ich habe mich an Trägung, wird Abraham seine Tät. Abraham und Sarah hatten einen Sohn, Isaac. Isaac befriedigt sich mit Rebecca und die beiden Jerobeiten, dass er hat einen Porke. Jakob und Isaac. Kann ich das sein? Isaac und Jakob, also wie ich geboren und Jakob, und ich weiß nicht, was passiert ist, dass ich Isaac einen Tag eingekommen und Jakob sie hängen lassen hat, verkauft er sein Ischgeburtreich. Und die waren sich geschert doll und Jakob muss sich klären. Also befriedigt sich mit was kanitische Frühes, was ich verstanden komme von der Bibel aus, was nicht die anderen mit Ehren verstanden werden, Isaac und Rebecca. Und wenn wir den Hohen sehen, was er halt Eliphas. Und Eliphas hat ihn sehen, was er halt Amalek. Und Amalek ist der Sturmführer von der Amalekita. Und ich will euch sagen, nicht alle wegen, wo das Amalekita gut abkommt, das ist einmal von diesen großen Menschen. Kann es sein, dass Amalek als das Ü-Ü-Grotchen zu Abraham.
so Amalekit, wenn ich wieder Tit, wenn ich David, kann ich wieder so und da haben wir. Aber in Abraham sind Tit, wenn die Ohren knapp und Abraham sind Tit, dann werden auch eine Gruppe Menschen, dann haben sie die Amalekit. Also wenn wir von der lesen, dann war Apostel, wo von der Tit das? In Abraham sind Tit, aber in David soll sie Tit. Wie werden wir das ohne die Leinen können? Also sind Porke Bruder, Jakob. Hier wollen wir bei dem sehen, weil die 12 sehen, was die Horen, der Reise nach Ägypten, dann werden in Ägypten Sklaven, dann rufen sie den Gott aus. Und dann Gott schickt Moses, dass er über den Fut, dass er über den Rüttel landet, dass er in den Erlohn Kanaan kommt. Dann heißt das Heilige in dem Volk Israel, wusste ich nicht mehr aus. Und dann am Weich in den Erlohn Kanaan, du begehren dich dieser großen Menschen. Dann kann ich nicht mit Stahlholen sein. Drei Menschen können auch nur, wo Sarah, wie auch noch von dir, Sarah Israel heißt, das ist ein Herrlich-Deck, wo du in Mexiko warst, und dann können wir nicht in die Schäfung erreichen. Der sagt mir, dass der hat uns klar gesagt, dass wir sollen nicht glauben. Konferenz, klar meinte, Alkenie, Sommerfalle, Gottesmann, er kann durchhören, wo wir wollen. Wir kommen alle von einer Gruppe Menschen her. Und wer so jemand hier? Der hat ja alle noch einen Sturm. Und bloß nach Akkadot, wo du so alle mit, bloß du haben von uns gewesen, du hast noch einen Nummer für so. Und wenn ihr ein Old Testament lesen, dann wollt ihr nochmal von den Menschen hier, wo der halt Adam mit das. Und dort hast du, wo also der Lehrer über wir. Und der Fall Israel begegnet der auch. Und ich muss sagen, kann es sein, dass wenn diese Gruppe Menschen, wo die von uns schon was, wenn die reisen, dann begegnet es von diesen großen Menschen nur. Es ist von ihrer eine Freundschaft. Nun, treten die erste Mose saßen da, die Vers 12. Und ich will nicht lieber Tina spannend, um bloß wie ein Ding zu verstehen, da wird nur herkommen. Ich muss sagen, dass ich verstanden habe. Sag ich das, also, in dieser Ahnung wurde du wir, also, sie sehen Eliphas und sie nebenfrüh. Tina hat den Sehen, Amalek. Das sind also und sie früh, Ara, er nur kommen. Dann Vers 15 sagt er, das sind die Sturmfuhrer von also sie nur kommen. Der ich Eliphas, also sie in Ischibuna, kommen der Sturm, Teman, Omar, Sepho, Kenas, Karach, Korach, Gatam und Amalek. Und wenn die in Plumma haben, ich schaue, dass die Welle nicht strecken, dort wurde, sodass die, wenn die nach dem Wald hineinkommen, die nicht voll für jeden. Und dann erst dachte Amalek, das wäre der Sturmfuder, schmank Eliphas, die nun kommen, Eliphas wie Elso und sie in der Früh, Ara, sie sehen, die von Edom wir. Von Edom. Von du, wo also der Witz der Lehrer immer aus von den Gritmenschen wurde, Lohn war halt Edom. Dort von wo diese Gritmenschen nach Rotchen von der Elle Mekita. Jakob, wegen der ganze Gruppe Israel, da wir dann, wegen der Ägypten kennen wir mit 40 Menschen, dann waren die du sagst, und dann ist Gott der Frieden von der Sklaverie, dann wir uns am Weichen Lohn kann an. Und du, hey, wie es begegnet sich diese Gruppe Menschen. Ich will ihn bloß sagen, dort. In 5. Mose 23, Vers 8 sagt er, das ist die sollen einen Edomiter nicht verachten, sie sind doch jene Brüder. Das wollte er sagen. Das ist ein Mieterschriftsteller von Gott, die gegeben hat, wo sie sich holen sollen, wenn sie in den Hüßen reisen. Und irgendwann der Mann kann sagen, sie sollen den Edomiter nicht verachten. Aber 4. Mose 20, Vers 14, sagt jetzt der, dort durch Kabel hier, dann bin ich nach dem Bett, Fienschaft, und der wissen Arm, und der Fuder, wo sie sich hin und wohl haben gehandelt. Da sagt es der, Moses schickt von Kadash Botschafter, nur den König von der Eremiter. Okay, dort ist dort Nukumschaft von also. So lad den Bruder Israel, in Israel ist Jakob, dort Freundschaft von Jakob, sein. Du kannst alle Schwore, was wir dir gemerkt haben, dort unsere Fuder in Ägypten getrocknet sind, und wie eine lange Zeit in Ägypten gewohnt haben, und dort die Ägypter uns und unsere Fuder Schlag behauen haben. Und wie schrien im Herrn im Haupt, und er hat unsere Stämme hier in einen Engel geschickt und uns in Ägypten rückgebracht. Und check, wir sind nun in Kadash, in einer Stadt und deine Grenze. Gib uns die Freiheit, durch den Lohn zu reisen, wir wollen nicht über den Ackerfleck oder Wiengottes gehen und nicht über deinen Barns Wutte dringen. Wir wollen ab der großen Gost bleiben, wo den König hier und nicht nur die rechte oder die linke Seite aufdrehen, weil wir durch den Lohn sind. Aber der Ammoniter sehen an, wir loben dort nicht, dort die durch uns Lohn tragen. Wenn die dort besiegen,
wo wir ihnen mit Schwert entgegenkommen. Die Israeliten sehen an, wir wollen ab der Forste Gost blieben. Und wenn wir oder das Feuer gut erbrücken wollen, wo wir ihnen dort betonen. Wir sollen sassnisch, aus bloß zu Fuß durchreisen. Hei überseht, die dürfen hier nicht durchreisen. Und da hat man nicht erkommen, die Israeliten mit einer starken Armee entgehen. So werden die Ermittler sich Israel Friede geben, durch ihr Land reisen, und die Israeliten reisen sich weich von an. So, da geben die eigentlich Friede, die können durchreisen, sondern müssen Raum reisen. Nun, 5. Mose 25. Gott hat gesagt, die Ermittler sollen die nicht verachten. So, die sollen nicht mit ihren Kriegen und ihren nicht tot mehr. Und hier habe ich mal gesagt, ich habe die Amalekiter. Und wenn wir nach Klima checken, wir der Amalekiter sind, dass das nur kommt scharf nach von der Ermanita, nach wieder Rolf, nach meiner Generations Rolf. Für jeden nicht, wird Amalek zu jünger Zeit aus je ab dem Weg von Ägypten wird. Wo heilen Tofuhr aus je schwach und meid wird und heute der letzte Aufschneid. All der wird hängen geblieben wird. Er hat keine Frage für Gott. Du wirst, wie wenn der Herr ihn Gott jünger lässt, ansiedeln in das Land und heilen aus auf Gott jeff. Und heilen Frieden mit dem Feind Rat am Jeff, dann soll sie alles vernichten, wo nach wem in Amalek denken mir. Für jeden nicht. Okay, so ein, der Amalekiter soll nicht tauchen. Aber der Amalekiter, wurde nach und nach Nullkommenschaft, wie wurde wieder aufwählen, der soll sie aufschaffen, wegen der hat sich jeden Gott gedreht. Wenn das Volk Israel, David und Saul sind die Tiet. Wir, wenn wir so lange erlohnt, dann werden wir einen Teil Amalekiter haben. Und bloß damit wir weiten, dort wird nach der Geschichte, die wir geschützt haben, wo Gott Samuel sieht, es sollte Saul sein, durch die Hand, und der Stolz soll abgeriebt, am Rennen ganz. Mann und frühes Feuer, Tien und alles. Weit ihr werdet wir? Wir werden Amalekiter. Was Gott dort ist, bloß dort noch Heimel sein, was er euch gesagt hat. Und Saul ging noch nicht recht mit dir, und ihr wohnt ihn auch, aber Saul dir nicht alles, was er soll, dann wird nicht gehorsam. Der ist Saul nicht gehorsam wie, verliert er sein Königreich und starf dich all dort. Und nun, als hier ein Mond, wo dann David kommt, und die Bibel sagt, es sind einmal Lekita. So wird in Klimatbund, wo die Freundschaft herkam, von diesem Mond der Hand kam. Und David vertraut zu denen, und wenn ich bis nach Hause gehen komme, dort ist dort David erst nach dem Geruchstreh von seiner Früh, zwei Frühes, der Kenia, und seine Mann er Frühes, und der Sachen-Treh holen, wo die anderen bestuhlen. Wollt ihr doch noch? Dort haben die Orange bestuhlen, die angesteckt, und das Geruchstreh von dir. Und wer will dort? Da will ein Amalekiter. Da will alles in der Rose Menschen, wo nicht sollen sein. Und all dort, wo Gott in die Kämpfe hat, noch alle Hüsten sind, Gott dort werden, sie in Plund werden, von der Erfahrung, aber er hat dort. Aber nun als David Jules 3 und das Amalekiter als nicht Pfarrer David. Die Schwester, wenn wir hier mitten angehen, wo David hier diesen Mond hat, dann werden wir bloß klar haben, wo den ganzen Umfang haben, wenn sie David den Umfang studieren, dass du hast einen Krieg zwischen Gott und dem Feind, du hast einen Krieg zwischen Eierreichlichkeit und Gerechtigkeit, du hast einen Krieg zwischen Reich und Arach. Und alles, was hier passiert, weil wir in einem großen Bild checken, das ist bloß wie in Eierreichlichkeit und Gerechtigkeit, nur das, was der Krieg hier ist. Nun war wie in letzter, der erste Monat, der Monat, der Monat, der in Almakita, nun war wie checken, wo ist die Botschaft von Herrn Hauf? Das ist 2. Samuel 1, Vers 4. Das ist nur Reich, was das Monat hat, als dort sein bester Freund und sein jahrster Feind traut gekommen sein. Wovon von der ich in Ordnung gefallen konnte kommen? Sein bester Freund, Jonathan, und sein jahrster Feind so, sein Wert traut gekommen zu kriegen. Dort ist die Botschaft. Halt mir, was du sagst. Und David sagte den jungen Mann, wo wollt ihr dort sollen sie sehen, Jonathan dort sein? Und der junge Mann, der dort vertraut. Und sagt, weil ich wieder ein Gerut auf dem Borg Gilbert und du sagst, so ab seinen Spießen abgelehnt. Und ich verlässt der Kriegs wie aus und ritter dich bei und so checkt sich rum und sagt mir und droht mich. Und ich sage, was kann ich für dich tun? Und er sagt zu mir, wer bist du? Und ich sage, ich bin Amalekiter. Und dann sagt er zu mir, komm bei hier und schlug mich dort.
ich sie schlamm verwundt, aber ich sie noch nicht dort. Und dann ging ich noch arm, und ich schlug ihm dort. Ich bin mir sicher, dass er nicht lang leben kann, wegen seiner Wunden. Und ich nahm die Krone von seinem Kopf in den Armband, in den Armband von seinem Arm und hab die mein Herr denn gebracht. All day wird die Fese nach Bieren, und all day wird diese Schichtelchen von euer. Wir wollten nur, dass diese Schicht stirbt, nicht mit ischter Samenquill eindeutig. Hier ist ein Trouble und hier ist ein Konflikt. Und ich misst das nicht so schwer, das Konflikt zu finden. Das sind Menschen, die Bibel proben, erreichte Proben, die glauben, sie, hier hat die Bibel sich gegen Unreden. Mir ist das nicht so, ich weiß das nicht so. Und ich stehe Samuel eindeutig, dort ist die Wahrheit, und zweite Samuel Kapitel 1, dort ist ein Lehes. Wo das alle Makita sich dort mehr nicht. Wem Wort wurde es mein Sohn tun? Der meiste Bibelerklärer, der Gläubigen dort, das was der Gläubigen, so die sagen, das Wort nehmen, was die Bibel sagt, und irgendwie das, was die an sich hand bleiben. Der Gläubigen dort, dort des Mann hat David arach aufgelesen, arach aufgeschatzt. Du und ich wollten das all, was wir von David gekannt haben, weil ihr den Sinne Mann hat zweimal, die wollen David all, dort mehr mit seinen Gelehrten hat, und David sagt, den kann ich nicht anschieren. Das ist Gott in Gesalt da, und den wollen wir nicht stellen. Und des Mann, und das ist verteilt worden dort, Saul als König, und David als König, und David muss fliehen für den Saul. So, wenn David in Ophiansia hängt rum wie eine Krof, dann würde er diesen Mann nehmen, dann würde er sich bedanken, dann würde er ihn vielleicht nach den Arbeiter annehmen. Wird das Mann, wird mehrlich um sein, trotz von angegläubt. Dann wird er geirrt worden, betult worden, und dann pocht er an den Klima, dann hat er heilhaft den Tod gemerkt. Wo der David auf Arach aufgelöst. Auf David nicht gekannt. So wird das Mann hört, der hört, der Wahrheit mit Leges, der ihn untergeriert, und dann bringt er den in Urech. Wo dort überfährt und dort, und du hast wie viel an Salz und Mathe da? Du machst die Sohn nur abhosten, ne? Ich werde das Salz dort, wenn einer will, sich lehren. Dort ich hier, wo einer will. Dann wird man der Wahrheit, so die Menschen weit, wo der Wahrheit ist, und nur noch mit Leges machen, drehen, und die Menschen nächstes nicht näher weit, wo der sowas. Sei er Arach. Dort wird das Mondheit. Wort wie die Wahrheit, wird er sehen. Wo die Wahrheit wie er ist, dort soll und Jonathan dort wie. Und da gefallen wie in dem Teich. Dort wie die Wahrheit. Wo der nicht die Wahrheit wie er ist, dort heilt die Dumme. Das Mond wie in der Melkita, in der Nurech wird er gebracht, wie er eine Wahrheit mit Leges, der ich ohne gedreht. Wo der David sich nicht benehmen? Aber das erste, und zweite Einkönig, würde sich benehmen der Therese Mohn, und dann würde sich benehmen der Therese Nurech. Würde sich benehmen der Therese Mohn, das steht. Das ist, was die Bibel sagt. In Vers 6, Vers 12 wieder. Die Bibel sagt, dort die Leute in dort mehr. Wieder drei, der David dort da. Dort wieder drei. In der ganzen Zeit, von den Tieren, 12 Botschaften, wo wir nur gehört haben von David, zwei stehen, weil wir, wo David ütlesen, wo er Gott in den Rückstoppen hat. Einmal der Mess, was ich nach mir war, ich bin ein Schubformer, in der Früh kam man wohnen, der bedankt sich dort, den wohnen hat, wo zweimal der Gons. Aber all die ewigen Tieren, wo er dort letzten Morgen hat, ein gärtliches Hort. Und das einmal der Kita, wo er nicht fahren, wie er den Leuten dort mehr, wenn es dort wurde reich hier. Und wir haben ein bisschen Konflikt mit, so ist es durch die Schaufe, und ich will nicht was sagen, wir wollen einen Konflikt einlassen, mit uns denken, und mit der Geschichte von uns, man dort steht. Wir sind in der Genudenstiet. Wenn wir in der Genudenstiet sind, wo wir nicht mehr sind, wir proben in der Gesatzentiet, nennt die Kirche, so ist es durch die Schaufe, dann wollen wir nicht mehr. Wo geht es an? Aber check bloß, wer das Mond wir. Dort wird ein Mond, wo dort lange nicht hart so gelebt hat. David muss sich noch Dinge abnehmen, was soll oder was sollte Handy tun. Ich will hier einen Klimastall holen. Dann will ich mir was sein. Dort ich ein Hängen um Thiessen habe, kann ich nicht halten. Dann schäme ich dich nicht mehr. Aber dort ich
in seine Familie neigeboren sind, wo ich sie, du hast nichts mehr zu tun. Du kannst nichts zu tun. Dort hat auch ein 70 wie, oder wo ich keine, du kannst nichts zu tun. Und weißt du was? Wem ich leben darf, du kannst ich warten darf. Dort kann ich wählen. Was ich will Gott leben, oder was ich will die Feind leben, die Welt. Das ist, was du einstellt hast. Des Mond war nicht dort gemerkt, wen der Heil in Numhor Amalekita. Dort war die Kloan, wenn dort, also, an dem Molese wird den Offen. Wo kann ich kennen, oder haben wir von der Familie geboren war? Des Mond war dort gemerkt, wen er so ein Horthor aus der Amalekita hat. Wo der Weiche dreht wird von Gott, und Gott geht um dir. Dort ist, wen Wort. Einmal, als es sich sei, wird schwer tätig gehen. Und dann wird er verstehen, was in dieser Satzentheit passiert ist. Und wenn die tätig gehen, dann wir nicht bloß eine Gruppe Menschen, die von Wille Menschen herkommen, die nicht von Gott wir. Die sagen, dass er klar, von wo kommen die? Von Abraham. Da wir eine Freundschaft. Diese Amalekite, da wir eine Freundschaft. Und Gott hat die Israel gesagt, die sagen, dass er mir, während er jeden Gott gehen. Er sagt, abdienen. Und ich will dir sagen, ich glaube von dir auch schon da, zu gucken, was meint das von dir in der Jugendstil, was meint das andere ist das. So ist die Menschen, die Amalekite dann behandelt worden, so ist der Sohn behandelt worden von den Israeliten, die dort gemerkt, so sah wie holen von dir auch nicht mit Sinn da, aber mit dem Sinn. Dort ist, was wir wollen. Einzig, wie gesagt, die Worte, die sollen dort mehr als wir, die sollen rein und falsch bleiben von Sinn. Und dort ist, was wir von dir sollen Sinn behandeln. Dort ganz kalt auf mir, dort mir. Wir, eine Frage, die wir dann vielleicht einmal haben, wenn er hier mit Stellung kommt. Wir im Alten Testament nach mir liegt, aber nicht jeden wir, da können Gott seine Kinder sein. Da wir. Einmal check, wie mit Gott so ein Old Testament und im Old Testament lesen, dort, du kannst nicht mein Kind sein, du kannst nicht, wie man dort merkt, und so ein Erster. Wenn man heute alle seine Hits dort stört. Und die Menschen, die mit Unhelden jetzt proben, die Olden Testamente lesen, dort wird er sein. Der gleichen, der holt nichts von der Bürg. Aber schau mir mit sein, dort ist nichts dort. Wenn es dann, wo wir die Geschichte nicht haben, im Neuen Testament, wo Jesus von aufstammt, der in Mang Olden Numes, weißt du, wer von Numes du magst sein? Wird er so klar, wenn ich sage, ganz in die Kirche, wenn ich sage, in unserer Schule, wie wir dort immer klar merken wird. Dort du magst den Numes, du wir Raha magst, wo die Bibel sagt, was eine Höhe wir. Wieso war die, wieso kann die bei Gott angenommen sein? Weißt du warum? Wenn ich glaube, in einem Testament tät, kriegst du Gottes in jedem Testament tät, wenn in Sinn der Seele Gott sie mir gnädig, Gott verjüftet. Wenn in einem Testament tät, irgendwer sieht, denke mir, wenn du im Paradies nennt kommst, Gott nimmt den an. Wo Gott sei streng, wie im Satz tät ist, wenn er sich hart mit umgehen Gott und Volk geäuft, wo der jen Israel geschaffen hat, der soll aufgeschaut. Und ich sehe mir Sache, aber der ewig uns ewig von der Bibel lehrt, da war ein Amalekita, wo ich sage, Gott, sieh mich gnädig. Gott hat neu. So hat bloß ein Deil dort zu verstehen, wenn er so viel mehr der Riefähig ist. Wenn ihr denkt an Naomi, und Ruth, ich habe dir die Geschichte, eine jüdische Frau hat sich mit einem Mann befriedet, wie ein Wachgerät von Israel, wie in einem fremden Land, oder wenigstens das, wo es die Jünger waren, und der Mann starb, und die hatten zwei Jungs, und die Jungs befrieden sich, und dann die Jungs starben, und wie du wirst auch diese Frau mit der zwei Schwierdachten. Diese Frau will drei lesen, und die Schwierdachten, eine bleibt durch, und eine käme drei. Und wie Ruth, und diese Ruth sehen, wie nicht eine jüdische Frau, die sehen, dein Falt soll mein Falt sein. Und dein Gott ist mein Gott. Und die Nummer ist auch mank in dem Testament, mank der die Nummer. So, dass wir nicht wehen, dass der Amalekite halten, dass wir nicht mehr, dass wir wehen, dass Hort, was der Hort. Und welche Wort? Von der ersten Tag, wenn Menschen verloren wurden, dass nicht mehr in die Nummer bedrehen. Dass wir in dem wir wählen, nur zu fallen. So, wo benehmt David sich mit diesem Mann, haben wir den Dämpft. Er leidet nicht mehr, wo er gerade hier, wo er gesagt.
Wat hij de, wat ben ik persoonlijk over de boodschap wat hij de kreeg over Saul? De truur. Dat is wat het zegt. De truur over Saul, de truur over Jonathan en de truur over het ganse volk Israël. Dat is wat het zegt in vers 12. En als hij de kreeg David zijn rok te houden en ruikt den op en truur. En alle mannen met deiden kracht dat zal zien. Ze truurden en hielden over Saul en zijn zoon Jonathan. In der Volk Israel, dem Herrn sein Volk, will der Krieg so wie gehen angehen und sei eigen nicht beruht. Nun, ich darf auch denken, dass wenn mein geratster Feind und mein bester Freund würden sterben zugleich, ich würde mal in zwei verschiedene Leiter schreiben, nicht beides auf eins. Das darf ich auf ein Leute geschrieben und das sind die Bärbogen. Weißt du, was sagt er nicht, wo beides auf ein Leute schreiben? Wenn ich würde Leute schreiben von meinem besten Freund, dann würde ich traurig sein. Und wenn ich würde Leute schreiben von meinem Feind, wo würde ich sein? Halleluja! Gott sei Dank, nicht konnte ich immer noch tun, wo ich war. Letztes Mal habe ich auch lange nicht gelernt. Aber David, der wenigste dort, der wird traurig, wegen der Soul dir, was Gott getan hat, wenn er dir Volk Israel. Und ich glaube, ab jetzt darf ich, wie du eigentlich traurig, wenn er Zeugnis oder Geuf, zu den Weltmenschen. Wenn er sagen, dass Leute dort sei dort nicht zu den Menschen in Gott. Weißt du, wo Gott ist? Wo das Gerotha Goliath herkam? Sie ist heute da gehört, wo Honellara gesungen, wo David hat. Soll hat diesen gekehrt und David hier diesen. Dann ist leider wie ganz bei Gott gegangen. Und wenn ist er angedreht? Nun ist das König so gefallen. Nun ist David in der Schule, die wollen die Leute sein können. Dort Israel lasse ich fallen. Und das war David zur Schule hier. Was mich sehr wundern hat über die Leute, als dort ein Tag nach irgendwo ist, David nach irgendwo ein Dame, denke ich auch noch, wenn ihr 15 Jahre habt, muss ich und ihr könnt nicht Tüß wohnen, in Hallen. Das ist nicht von seinem Boden. Und ein Tag sagt, wenn das David diesen Sohn dann soll ich präsen, was der David hier, der dort nicht. Sei gefährlich an ihr Abendes. Wenn ich will sterben, dass da wir einmal über den Salig präsen, einmal über den Rechten. Weil der Mensch nicht kann, aber Gott bär es nicht da. Aber er hat nicht. Aber David, der, was der ist, der irrt so, wegen der Heuwe an wir. Er soll wie ein Lehrer. David stahl sich um jede Lehrerschaft. Und nehmen wir die Schuhe, dort da gefallen wir. Aber nehmen wir die da wo David ganz jeden ohne sie war, als wenn er das Soll und Behandeln hat. Aber Soll wie der König einmal, was Gott gewählt hat, und wer ist David, und wer sind die, dann soll er das dort aufnehmen. Und dann wieder zu. Und ich dachte, ich weiß noch Leute, wo das sage ich, lass mich mal ganz Leute lesen, applaudisch. Dann sage ich dir, und David trüht über Soll und Soll sehen, sehen Jonathan mit der Trüheit. Er bestahl, dass der Lied in Judah, wird so geliert worden, das Trüheit erst in dort die Schalbüch abgeschrieben. O Israel, unsere Lehrer sind in den Boy gefallen. Unsere besten Männer sind tot. Sag dort nicht in Gott. Und merkt dort nicht bekannt, ob die Großen in Asch getrunken. Dort der Dachte von jenen anbeschnittenen Philister sich nicht über uns freien. Von Jane anbeschnittenen Philister sich nicht über uns freien. Hier bei euch in Gilbion, möchte kein Dev oder Regen ab den Pol. In keine fruchtbare Staaten auf den Sand, willst du hast dort Schild von unseren Lehrern verschmähen. Und du hast soll sein Schild nicht mehr mit euch gereben. Jonathan hat nicht mit seinen Bären abgegeben. Wenn du auch Todesram anwählen, dann soll sein Schwert hat nicht für Jeffs geschlagen. Wenn der Feind auch stark wird, sollen Jonathan, wo beläuft und ohne sein, immer schaffen sie taub, im Leben und im Tod. Sie werden Hexer aus Odlarsch und Stärker aus Leibs, die Frühling in Israel, hielt über Saul, hei jäufchen schmocke rote Kleider und jäufchen goldene Spalten daran, und so warst der Mann als ein Mann in den Kampf gefallen. Jonathan ist ab dem Buch gestorben, da das mir sei geschult, meine Brüder Jonathan, du wie ich mich sehr viel wird, die Leib ist mir viel wird gewasst, mehr als aus der Leib von in der Früh, und so warst der Mann als ein gefallen, und so warst der Krieger sein Tod. Ich dachte, was kann ich lernen von der ganzen Kapitel? Was habe ich lernen?
der erste Bereich heißt, wo wir lernen können. Wir können nicht wählen und von nun wieder drehen, wenn wir von der Zeit wie geboren sind, wo wir können wählen, wem wir dein, Gott aller der Welt. Dort haben wir wählen. Und nun, wo wir gerecht wurden. Der zweite Bereich abzustehen, wo wir lernen können, wir wollen alle Amalekiter aufschaufen, wo wir sollen aufgeschauft haben. Wir haben ein Jemand nach Amalekiterleben gelogen in das Leben. Und der Lied anstatt auch hier. Und ich dachte an alle Amalekiter, wo ich an mich heute gehört, wo ich auch probiert habe. Wir sind noch einmal einer, wo ich mich noch hasse mit dem Maße. Weißt du, wo ich heute nicht? Das ist ein Plüderli. Ich habe so geschafft, geprobt. Wir wollen mir das so wichtig als wenn die Flüder riehen, das Kacken der Rie abzuschreiben, wo Mörder. Und wenn ich komme praktisch sein hier, vielleicht wollt ihr mal mit hab da. Ich glaube, die Dosen von den Furnissen, die wir hier abschauen, die sind die Büten noch nicht verbrannt. War wir eine Dose hoch, dann war wir da mal abgeschrieben, Flüder Rie. Dann waren sie eine Machete nehmen, dann waren wir die Modellbüchse. Waren wir finden. Ich habe so viel genommen, ich habe so viel geholfen, ich habe immer war, aber dann waren wir so schnell geholt. Der Amalekiter, der Blüri, der hat von Teil, zwischen mir und die ganz Amtszeichen oder wegen Klub genommen. Und wir kennen uns in ihnen, aber die. Ich Gott in der Kopf. So, ich soll die Lehre, wir können nicht wählen, von wem wir nur folgen. Wir können nicht wählen, von wem wir hier beirrt, wo wir neu geboren sind, und von nun wir drehen, wo wir können wählen, wem wir dahin, wem wir nur folgen. Das zweite ist, wir wollen alle Amalekiter aufschaufen, wo wir langsam aufgeschafft haben. Und dann drehen wir hier schon, wir uns nie nicht freuen, weil uns Feind peinlich hat. Warte, bitte. Herr Jesus, ich danke dir für deine Wut und für die Ansicht und für den Helden Jesus. Und ich bete Gott, du hast viele Amalekiter, die du rum unsere Kolonien und Salz rum gehen und uns stehen. Du hast die uns halten, aber in der Hortlein halten uns nachher mal, weil er denkt, ja, das hat er sich aufgeschoben. Sieh uns gnädig. Und Gott, ich bete Gott, du hast die ich euch abbühen. Ich danke dir für alle Kinder, die hier sind. Ich bitte euch die Sehnen zu schützen. Ich danke dir auch für alle Jugend, die hier sind. Ich bitte euch die Sehnen zu beschützen. Ich danke dir für alle Lied. Sehen alle Älteren und Familien, die ich wie die Wut kann lehren, in der Worte, Lehre an der Bibel, an deiner Leib kann lehren. In Namen Jesus. Amen.